es ist wirklich der große Vorteil von der Wheelmap, dass die einfach zu benutzen ist, sofort und für jedermann. Und das, finde ich, muss erhalten bleiben. Aber gleichzeitig soll die Community sich nicht gestört fühlen von dem Wheelchair-Visitor. Ja, also ich heiße Markus, Markus Bleil. Wir sind jetzt dieses Wochenende hier in dem Büro 2.0. Wir treffen uns hier für das OpenStreetMap Hack Weekend. Ich bin vom Beruf Programmierer, es macht mir sehr Spaß. Und dann habe ich auch mal eine Anwendung gesucht, was man so mit den OpenStreetMap-Daten machen kann, und bin auf die Wheelmap gestoßen. Ich konnte dann ein interessantes Problem aufgreifen, das ich so mit Java, das ist so meine Programmiersprache, die ich seit Jahren nutze, lösen kann. Ich mappe auch, das heißt, ich trage Gegenstände, die man in der Umgebung sieht, in die OpenStreetMap-Datenbank ein, also wie eine Apotheke oder ein Supermarkt oder ein Parkplatz oder sowas Ähnliches. Und dann beobachte ich die Umgebung, in der ich lebe. Mein Ziel und das Ziel von vielen anderen Mappern ist dabei, zu schauen, ob die anderen Benutzer sinnvolle Eintragungen in die OpenStreetMap-Datenbank gemacht haben. Wenn irgendjemand an der OpenStreetMap eine Änderung macht, muss diese Änderung gespeichert werden auf dem OpenStreetMap-Server. Dieses Changeset fasst einzelne Änderungen eines OpenStreetMap-Nutzers zusammen. Bei der Wheelmap ist es ja so, dass über das Webfrontend jeder Mann oder jede Frau Eintragungen machen kann, insbesondere ohne, dass sie einen Benutzer haben bei dem OpenStreetMap-Server. Und da wird dann von der Wheelmap einen sogenannten anonymen Benutzer, nämlich den Wheelchair-Visitor, benutzt. Und insbesondere machen die Menschen das oft gleichzeitig, aber an ganz weit entfernten Standorten. Für andere Nutzer entsteht dann wieder den Eindruck, dass der Wheelchair-Visitor in einem Changeset eben einen Bereich von Südafrika bis Berlin geändert hat. Man könnte das verbessern, also ein naheliegender Ansatz wäre, dass der Wheelchair-Visitor nur noch Changesets produziert, die klein sind, also die nur meinen Kiez betreffen. Dann würde ich nur noch auch genau diese Veränderungen von ihm mitbekommen, die wirklich vor Ort passieren. Ja, ich habe mir jetzt ein Programm geschrieben, mit dem ich eben die Erzeugung von Changesets, also diese Veränderungszusammenfassungen, simulieren kann. Mein Ziel mit dieser Simulation ist sozusagen eine optimale Changeset-Generierungsstrategie zu entwickeln, sodass die Changeset relativ klein werden des Wheelchair-Visitors, aber gleichzeitig nicht eine sehr, sehr große Anzahl von Changesets pro Tag des Wheelchair-Visitors entsteht. Also letztendlich geht es darum, so ein Optimum oder einen Kompromiss zwischen Größe und Anzahl von Changesets zu finden. Idealerweise wäre so etwas, dass der Wheelchair-Visitor für die anderen Benutzer erscheint, als wäre es ein menschlicher Benutzer. Mein Ziel mit diesem ganzen Projekt ist, dass innerhalb der OpenStreetMap-Community, insbesondere innerhalb der Mapper und der Programmierer, der Wheelchair-Visitor als anonymer Nutzer mehr Akzeptanz erfährt und ja, auch die anderen Mapper nicht mehr durch dieses nicht menschenentsprechende Verhalten des Wheelchair-Visitors gestört sich fühlen.